Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Heute ist wieder Lesezeit. Ich lese heute den 15. Teil aus Bye Bye Beauty und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Es geht so um Hollywood-Klatsch und Restaurant-Klatsch und so ein bisschen Romantik. Lunch im Ivy. Vor einem für Jenny völlig unspektakulär aussehenden, weiß eingezäunten Gartenlokal hielt Vigo plötzlich an. Ehe sie sich versahen, stürmten Fotografen auf das Auto zu und belagerten sie völlig hemmungslos. Diesmal ging es vielmehr um Joan. Zu lange hatte sie keiner mehr zu Gesicht bekommen und diese Gelegenheit musste genutzt werden. Joan hob kurz ihre Hand und sagte, Stopp Jungs, so nicht. Ihr bekommt ein Foto und dürft mir eine Frage stellen, mehr nicht. Dabei sah sie die Meute wild herumwuselnder Paparazzi mit einem keinen Widerspruch duldenden Blick an. Fasziniert von dieser Präsenz beobachtete Jenny das Geschehen. Vigo stieg aus und half Joan aus dem Wagen heraus. Mrs. Whitewood, Sie wollten doch nie wieder in die Öffentlichkeit. Blödsinn, ich gehe mit Freunden etwas essen. Eine Frage habt ihr, mehr nicht. Wie geht's Ihnen? Sie zupfte noch schnell ihre Frisur in Form und sagte, mir geht es blendend, das sieht man doch, oder? Dabei machte sie dieses kokette Leinwand-Hollywood-Gesicht und stand da in perfekter Pose. Eine richtige Grande Dame, dachte Jenny, und das alles ohne aufgesetztes Getue. Die Fotografen bekamen ihr Foto und Joan ihre Aufmerksamkeit. So Kinder, meinte sie an Vigo gewandt, lasst uns was essen, ich sterbe sonst. Beim Hineingehen fragte Jenny ein bisschen aufgeregt, du Vigo, ist das hier so eine Art Promischuppen? Er überlegte, eigentlich schon, allerdings ist das Ivy nicht nur wegen der Promis, eher wegen seiner guten Küche so beliebt. Jenny wollte keinen Einspruch einlegen, was der Ami gemeinhin für gute Küche hielt und sagte nichts weiter dazu. Aber, und das stand unangefochten fest, der Service in Amiland war um Meilen besser als der in Good Old Germany. Eine überaus zuvorkommende Bedienung brachte zunächst Eiswasser und die Speisekarten. Vigo meinte, dass sie doch diverse Vorspeisen bestellen könnten, so hätte man eine größere Auswahl, dazu einen französischen Saucer und der Lunch wäre perfekt. Während sie warteten, beobachtete Jenny die illustre Gästeschar im Ivy. Da saß zum Beispiel dieses blonde Beast, bekannt durch die Erfolgsserie Flamingo Road aus den 80ern. Auch sie, mittlerweile in die Jahre gekommen, sah erstaunlicherweise so straff und eingefroren aus, dass Jenny ständig zu ihr hinüberschauen musste. Dieses Puppennäschen und die Apfelbäckchen, einfach unglaublich, und es stritten sich in Jenny die Geister, ob man es nun gut oder weniger gut fand. Alles okay, fragte Vigo. Ja, ich schaue mir nur die Leute an. Ach Kindchen, meinte Joan gutmütig, es hat sich nichts verändert. Hier geht man zwar zum Essen her, aber eigentlich ist das zweitrangig. Das Motto ist sehen und gesehen werden. Jenny nickte entrückt. Für mich ist das alles neu und ich frage mich, wie die das nur machen. Was meinst du, fragte Vigo. Naja, schau mal, die Ladies sitzen vor ihrem Teller und tun so, als ob sie essen. Dabei stochern sie nur darauf herum und geben fast alles wieder zurück. Das ist normal, sagte Vigo darauf. Sie achten auf ihre Figur und Lunch ist ein Muss. Dabei werden die meisten Geschäfte gemacht. Der Kellner brachte die Speisen. Jenny hielt sich zunächst vornehm zurück und stocherte auch erst einmal nur auf ihrem Teller herum. Joan und Vigo begannen mit großem Appetit zu essen und Jenny tat es ihnen dann auch gleich. Mit ihrer Gabel gestikulierend, also gar nicht ladylike, aber wahnsinnig authentisch, sagte Joan, Jenny, willst du mal ein ganz mieses Facelifting sehen? Jenny hob erstaunt die Augenbrauen. Schau mal unauffällig auf 2 Uhr. Sie sieht aus, als wäre sie gerade in die Erdatmosphäre eingetreten. Naja, also sieht echt ein bisschen nach Botox Freakshow aus, kommentierte Jenny und musste über die treffende Bemerkung schmunzeln. Ich sag euch, setzte Joan an, sie lassen sich glatt liften, prall spritzen, schlank saugen, immer früher, immer öfter. Der Windkanal-Look, wie bei der Joan Collins, ist ja mittlerweile verpönt und die Skalpell-Generation von Cher bis Priscilla Presley versucht nun mit etlichen Kunsteingriffen zurück zur Natur zu finden. Nun kam Vigo mit ins Spiel, also einigen dürfte es schwerfallen, sich selbst noch im Spiegel zu erkennen. Joan meinte, das ist ja das Unfaire. Hollywood fordert von seinen Stars ewige Jugend. Und die plastische Chirurgie verspricht Hilfe dank neuer Methoden, ergänzte Vigo. Das Ergebnis ein Heer hübscher Klone. Also da soll einer die Frauen heutzutage verstehen, wandte sich Joan an Jenny. Sie regen sich auf, wenn auf einer Party eine andere im gleichen Kleid erscheint, aber wenn die Hälfte der Gäste die gleiche Visage trägt, juckt es niemanden. Ach Joan, Hollywood ist verrückt nach Pillowfaces.
stellte Vico fest. Was sind Pillow Faces? Fragte Jenny nach. Naja, das sind Gesichter wie aufgeplusterte Kopfkissen. Eigentlich greifen fast alle Stars kräftig zu bei den Füllstoffen, die jugendliche Wangen zaubern. Jenny dachte an ihr Rendezvous bei ihrem Schönheitsdoktor in Berlin. Der hatte ihr auch die Apfelbäckchen wärmstens ans Herz gelegt. Tja, und dann noch etwas Botox in die Stirn, ein Schuss Kollagen für einen sinnlichen Mund und fertig ist die It-Visage für die Frau ab 40 mit Fable fürs Kindchenschema, sagte Joan mit inbrünstiger Altstimme. Das heißt, jung, fit, knackig, langmähnig, fügte Jenny hinzu. Beide sahen sich an und nickten. Bei aller Liebe, Jenny schüttelte dabei verständnislos den Kopf und dieses uniforme Zerrbild strahlt von Hollywood in die ganze Welt hinaus. Das ist doch abartig. Ist sie nicht herrlich erfrischend, sagte Joan zu Vigo. Das ist sie, pflichtete er ihr bei. Hallo, sagte Jenny, ich habe das gehört. Solltest du auch, Honey. Dabei warf ihr Vigo einen Luftkuss zu. Joan ließ nicht locker und Jenny fand es irgendwie bemerkenswert, dass sie sich so ins Zeug legte. Also machen wir uns doch nichts vor. Wir alle sind irgendwie besessen von Jugend und Schönheit. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Jenny und Vic schüttelten gleichzeitig den Kopf. Ich gehe zwar nicht mehr so oft aus dem Haus, aber ich habe Internet. Übrigens eine Wahnsinnserfindung. Also mir ist aufgefallen, dass etwas erstaunlich Positives in der unbarmherzigen Modewelt passiert. Was meinst du, Joan? Fragte Vic. Also Falten werden normalerweise wie die Pest gefürchtet. Doch es gibt Damen, die ihr Alter nicht wie eine ansteckende Krankheit verstecken, sondern mit Würde, Stil und Stolz präsentieren. Jenny erinnerte sich an einen sensationellen Artikel aus einem Lifestyle-Magazin. Es gab einige Ausnahmen Supermodels aus den 60ern, die ein umjubeltes Comeback auf den Laufsteg feierten. Diese betagten Beauties standen mit ausdrucksvollen Gesichtern vor der Kamera und vertraten die Ansicht, Alter und Schönheit müssen einander nicht ausschließen. Und ihr Look ist nicht der, den man sich so unter tüdeligen Großmamas vorstellte. Selbst American Apparel, ein Young Fashion Label für sexy Teens, zeigte neuerdings ein Model mit silbernen Haaren. Ihr genaues Alter war nicht bekannt, aber nach Rheuma und Arthritis sahen ihre Posen nicht aus. Das stimmt, bestätigte Jenny. Also warum sollten seniorige Damen wie ich, gehüllt in Jerseyhosen, nur für Filterkaffee oder Gardinen mit der Goldkante werben? Alle lachten. Das Haltbarkeitsdatum von Models im Allgemeinen endet bei ungefähr 30 Jahren, sagte Jenny. Puh, alter Hut, zischte John. Die sollen mal mehr die Glam-Omas auf den Laufsteg schicken. Ich habe eine Idee, rief Jenny völlig beglückt. Was für eine, fragte John und Vic schaute ebenfalls erwartungsvoll in die Runde. Ihr dürft aber nicht lachen, ja? Beide grinsten schon im Vorfeld und schüttelten die Köpfe. 81 ist die neue 18. Kurzes Schweigen und dann sagte John, naja, so ganz Unrecht hat Jenny gar nicht. Die Industrie wird langsam aber sicher checken, dass die Generation 50 plus eine große Kaufkraft hat, sich aber schwer mit einer Marke identifizieren kann, die mit puren, tiefreinen 18-Jährigen wirbt. Genau, warf Jenny ein. Die neue Liga der Oldies weigert sich vehement mit mausgrauen Anoraks und Tretern mit Einlegesohlen herumzulaufen. Die Frage ist doch die, sagte Joan, etwas wirklich Entscheidendes. Warum sollte uns Alten das Interesse an Mode und Trends verlassen? Nur weil mehr Kerzen auf der Torte brennen. So, meine Damen, das ist ein guter Toast, sagte Vigo und orderte Champagner. Trinken wir auf Joan, das neue Model. Also nun mal ganz langsam, ihr Lieben. Kein Hahn kräht mehr nach mir, meine Zeit ist um. Blödsinn, sagte Jenny, ein wenig zu schnell und setzte noch ein Sorry hinterher. Also ich wollte ja nicht unhöflich sein, aber ich sprach doch vorhin von einer Idee. Die da wäre, fragte Joan. Und Jenny sah in ihr wundervolles Gesicht. Also angesichts von hochgetunten Hollywood-Buddies und allgegenwärtigen Beauty-Boostern, setzte Jenny ihre kleine Rede an, ist eine Heldin diejenige, die nicht ins Zweifeln kommt. Und das, liebe Joan, das bist du. Jenny trank einen Schluck und fasste all ihren Mut zusammen. Joan, ich würde dich wahnsinnig gerne fotografieren. Mich? Oh nein, das willst du nicht wirklich. Doch, genau das will ich. Ich möchte dir ein Denkmal setzen. Joan sah zu Vigo, sie ist eine gute Fotografin und hat das gewisse Gespür, also davon konnte ich mich selber überzeugen. Gestern haben wir Fotos für eine Homestory gemacht. Ist das wahr? Vic nickte und trank einen Schluck. Du erlaubst Einblick in deine Privatsphäre? Kannst du mal sehen. Ich staune. Währenddessen rutschte Jenny unruhig auf ihrem Stuhl herum und sagte schließlich, Verzeihung, also ich wollte ja nicht zu nahe treten, das war nur so eine Idee. Ach Kindchen, wie war das doch mit dem Zufall, der kein Zufall ist? Machen wir ein Fotoshooting, sagte sie einfach so, als würde sie einen Karamelllatte bestellen.
Völlig überrascht und erfreut sprang Jenny vom Stuhl und umarmte sie. »Ich habe aber eine Bedingung.« »Jede«, sagte Jenny gefasst. »Du musst mich in all meinen alten Filmroben fotografieren. Ich hoffe, sie passen noch.« »Wenn nicht«, sagte Jenny pragmatisch, »werden sie eben passend gemacht.« »So, meine Lieben«, meinte Vico, »jetzt zahle ich, wir holen Jennys Koffer aus dem Hotel und dann geht's ab nach Hause.« Sie prosteten einander zu und Jenny dachte nur daran, wie abgefahren, verrückt und toll und wahnsinnig spannend ihre Reise sich entwickelte. Vico und Jenny. Sie hatte das nur für weibliche Gäste vorgesehene Zimmer bezogen und fühlte sich wie im siebten Himmel. Die Fotos für ihre Home Story waren gemacht, ein paar aufregende, schöne Tage lagen hinter ihr. Eines Abends fragte Vic, ob sie ihm einen Gefallen täte. »Na, hör mal, was für eine Frage, ich tue dir jeden Gefallen.« »Du weißt doch gar nicht, um was es geht«, sagte er schelmisch. »Stell dir vor, ich entpuppe mich als Perverser.« Jenny bekam einen gespielten Schreck und Vico setzte sein hinreißendes Lachen auf. »Sag schon, was für einen Gefallen.« Er druckste noch ein wenig herum und sagte, »Ich würde dich gerne malen.« »Du willst was?« »Oh, nein, 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 nein. Ich bin ein schlechtes Model. Mein Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen.« »Also so ein Quatsch«, protestierte Vic. »Und was ist denn mit Joan und ihrem Haltbarkeitsdatum?« »Naja, das ist was ganz anderes. Wie darf ich das denn verstehen?« »Schau, Vic. Joan ist wirklich alt und sieht super aus. Ich hingegen bin so mittendrin, noch nicht alt, aber auch nicht mehr jung. Und glaub mir, das ist eine ganz schwierige Phase.« Jenny steigerte sich weiter. »Das fängt schon mit der Garderobe an.« Vico zog die Augenbrauen zusammen. »Also ich finde, du ziehst dich toll an.« »Ja und nein«, sagte sie. »Einerseits fühlt man sich wie eine 20-Jährige, andererseits ist man jedoch im Körper einer 40-Jährigen oder noch älteren Frau gefangen. Und das ist doof.« »Na, wieso doof?« »Ganz ehrlich, ist es nicht ein Graus zu sehen, wie erwachsene Frauen, die niedliche Babydolls tragen, den Kopf beim Sprechen schräg legen und das nur, um Männer beeindrucken zu wollen?« Er sagte zunächst nichts und Jenny redete weiter. »Frauen, die sich auf die Figur eines kleinen Mädchens heruntergehungert haben und ihr ganzes Leben lang Diät halten, die sind wirklich zu bedauern. Ja, aber was ist das für eine Welt, in der 15-Jährige sich von 40-Jährigen lediglich dadurch unterscheiden, dass ihnen die Kreditkarte fehlt? Verstehst du, was ich meine, Vic?« »Ich verstehe das Dilemma. Wir Männer sind da irgendwie besser dran.« »Oh ja.« »Aber sorry, was hat das jetzt mit mir zu tun? Also ich will sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, aber ehrlich gesagt, mir fehlt der Mut, mich von dir malen zu lassen.« Vic legte einen Finger auf ihren Mund. »Scht, sag jetzt nichts. Und überlege es dir.« Er drehte sich um und ging. Jenny stand da, wie vom Donner gerührt. »Sie, ein Model? Also früher, da war das etwas anderes. Da hätte sie sofort zugesagt, aber heute? Außerdem war ein Malermodel ein noch intimerer Job als ein Fotomodel. Stundenlang musste man in einer Pose verharren und sich begutachten lassen. Dafür war sie nicht mutig und makellos genug. Es war verrückt, welch unerfüllbare Maßstäbe für Schönheit die sogenannten Models in der Gesellschaft doch setzten. Normale Frauen ließen sich von einem rein erfundenen Fantasiebild einschüchtern und es stellte sich die Frage, wie viel Macht besitzt Schönheit wirklich? Viel Macht. Männer zum Beispiel waren besessen von Models. Und diese Modeljäger hatten einen Trick drauf, das wusste sie von Roger. Er sagte, behandle sie wie eine gewöhnliche Frau und schon hast du sie in der Kiste. Schien zu funktionieren, denn auch Models hatten Komplexe und rannten gegen die Zeit an. Anyway, das anstehende Shooting mit Joan bereitete Jenny so viel innerliche Freude, dass sie für kurze Zeit nicht über Vigos aberwitzige Idee, sie auf einer Leinwand zu verewigen, nachdachte. Allerdings nur kurz. Denn irgendwann musste sie hinuntergehen und dann wäre da sein fragender Blick. Und natürlich schmeichelte es ihr und sie wollte auch nicht unhöflich sein. Was also tun? Gehüllt in eine Tunika schlenderte sie bewusst lässig die Treppe hinunter. Er sollte ihre Anspannung nicht bemerken, tat er aber. Hör mal, Jenny, begann Vic, wenn das für dich so ein Problem ist, dann lassen wir das. Nein, 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 ich, weißt du, ich bin nur überrascht. Komm schon, ich verspreche dir, das wird ein ganz tolles Bild. Okay, aber du retuschierst ein bisschen, ja? Da gibt's nichts, was ich anders wollte. Sie errötete leicht, raffte ihre Tunika und fragte, wo soll ich hin? Also da drüben aufs Sofa. Sie setzte sich. Na, nicht wie ein Stock. Das wird keine Hinrichtung. Außerdem würde ich dich gerne ohne dieses Teil malen. Wie ohne? Du meinst nackt? Naja, nicht ganz nackt. Sag mal, hast du schwarze Strümpfe dabei? Ja, sogar halterlose mit Spitzenrand. Okay, würdest du die bitte anziehen? Dazu ein Höschen und vielleicht ein farbenfrohes Top. Jenny runzelte die Stirn und fragte, ein farbenfrohes Top? Okay, ich schau mal.
Während Jenny die Treppe in ihr Zimmer hinaufging, fühlte sie wieder diese Hitze in sich aufsteigen. Im Bad ließ sie kaltes Wasser über ihre Handgelenke laufen, das half sofort. Dann holte sie aus dem Koffer die besagten Strümpfe, einen schwarzen Slip und ein royalblaues Top heraus. Vorm Spiegel schminkte sie noch schnell die Lippen rot und lief in diesem Outfit wieder zu Vico hinunter. Er drehte sich um und sagte anerkennend: "Genau so habe ich mir das vorgestellt. Fangen wir an." Jenny setzte sich, die Beine leicht gespreizt, das linke etwas angewinkelt aufs Sofa. Mit beiden Händen umfasste sie ihre Fußgelenk und ihr Kopf ruhte dabei seitlich auf dem Knie. "Sehr schöne Pose. Bleib so." Vico zeichnete rasch. Der Stift glitt wie von Geisterhand geführt auf der Leinwand dahin. Bevor er zur Kolorierung überging, durfte sie kurz aufstehen, dabei jedoch keinen Blick auf sein Kunstwerk werfen. Jenny nahm wieder die Pose ein. "Dieses Blau, das kommt gut als Kontrast zu deinem blonden Haar. Es wird dir gefallen." Selbst beim Kolorieren ging ihm alles fix von der Hand und Jenny fragte sich insgeheim, in welchem Stil er sie wohl malte. Und dann war er da, der Moment der Wahrheit. "Schönster, du kannst dich entspannen, wir sind fertig." "Darf ich sehen?", fragte sie zaghaft. "Na komm her." Jenny stand auf und trat an die Staffelei heran. Was sie sah, erstaunte sie zurecht. Bevor sie sich äußerte, schaltete sie noch kurz ihr Gedächtnis ein. "Also der Stil erinnert mich an Egon Schiele." "Genau", antwortete Vic. "Expressionismus im 20. Jahrhundert, das neue Lebensgefühl einer aufbegehrenden Jugend." "Das Kunstwerk", sagte Jenny, "sollte nicht nur ästhetischer Genuss, sondern elementar und aufrüttelnd sein." "Es ist wunderbar mit dir. Es haut mich immer wieder um, wie gebildet du bist." "Nicht doch", widersprach Jenny und errötete. "Alles nur Allgemeinbildung." "Sagst du, ich kenne Frauen, die stolz darauf sind, wenn sie mal eine komplette Zeitschrift von vorne bis hinten gelesen haben." Jenny musste lachen. "Models? Ich weiß, mein Frauenbild ist nicht ganz fair, aber du." "Danke", hauchte sie und lenkte sofort die Diskussion wieder auf das Bild zurück. "Also, mein Körper in Umrisslinien gezeichnet, aber ohne festen Halt, quasi schwebend. Das Gesicht ist porträtähnlich, Hände und Füße sind deutlich ausgezeichnet, die kräftige Farbe tritt jedoch nicht in Konkurrenz mit den scharfen Linien." "Wow, das ist toll. Tja, und schau mir mal deine Augen an und deinen Mund." "Und meine großen Hände und Füße überhaupt nicht filigran", setzte Jenny amüsiert hinzu. "Weißt du, ich mag deine Hände und deine Füße. Du bist ein perfektes Model." "Also, das war ihr jetzt echt ein bisschen unangenehm. Ich gehe mal rasch in die Küche und hole uns ein Glas Wein, ja?" Mit seinen Komplimenten konnte sie immer noch nicht richtig umgehen, obwohl sie sich daran berauschte. Vico lief ihr nach und entkorkte die Weinflasche. "Also irgendwie habe ich Hunger. Wie sieht's denn bei dir aus?", fragte sie. "Ich habe einen Bärenhunger." "Gut, lass mich mal die Vorräte checken. Mal sehen, was ich daraus machen kann." Lässig ans Waschbecken gelehnt, beobachtete Vic, wie Jenny nun seinen Kühlschrank auseinandernahm. "Also viel ist ja nicht drin." "Naja, natürlich ist schon was drin, aber ist eben so ein Männerkühlschrank." "Oh, ich habe Nudeln. Und hier sind Cocktailtomaten auf dem Fensterbrett. Basilikum und Öl hast du auch, schön. Da gibt's eben Pasta." "Die kann ich immer essen." "Ich auch. Du weißt, Nudeln machen glücklich." "Also ich", setzte Vico an, "ich bin happy. Das war ein toller Tag und ich genieße deine Gesellschaft." "Oh, Vic, wenn du wüsstest, mir geht es genauso. Also ich ziehe mir nur schnell mal was über, ja? Bleib bitte so." Jenny sah an sich herunter und schaute ihn an. "Warum guckst denn du so verzweifelt?", fragte er. "Ach, weißt du, mir ist kalt." "Das lässt sich ändern." Rasch zog Vic sein Hemd aus und Jenny zog es über. "Toll, so stand ich noch nie am Herd. Also ich finde, du siehst total scharf aus." "Pass bloß auf, du wirst gleich merken, was scharf ist." Jenny schnitt ein paar Chilischoten klein und erhitzte sie zusammen mit den Tomaten im siedenden Olivenöl. "Knoblauch?", fragte sie. "Na klar, essen wir ja beide." Nach kurzer Zeit durchströmte ein wunderbarer, mediterraner Duft die Küche. Das Wasser kochte, Jenny warf die Nudeln hinein, stellte die Uhr auf 11 Minuten für die Penne al dente und hobelte Parmesankäse in eine kleine Schüssel. "Die Pasta auf 2 Tellern, mit frischem Basilikum angerichtet", sagte Jenny. "Einfach und schnell." Als sie vor ihren leer gesessenen Tellern saßen, streifte Jenny liebevoll mit der Handfläche über die Marmortischplatte hinweg. "Wir erinnern uns, das war die Platte, die dem MoMA eine Zeit lang als Terrassenboden diente", und seufzte tief. "Weißt du, Vic", begann sie, "mein Leben hat durch dich eine völlig neue Wendung genommen. Nichts ist mehr, wie es war, und nichts wird mehr so sein, wie ich bisher dachte." Er nahm ihre Hand und küsste sie voller Zärtlichkeit. "Das hat das Leben so an sich, wenn man einen anderen Menschen trifft, der einen fasziniert." Wortlos stand er auf und zog sie mit sich in sein Schlafzimmer hinauf. Auf dem Bett liegend fragte Jenny, "Sag mal, können wir einen deiner Filme gucken?"
Sag mal, muss das jetzt sein? Komm schon, ich liege hier mit einem Hollywood-Star im Bett und will dich noch dazu auf der großen Leinwand sehen. Und dann musst du mich dabei kneifen. Erst dann glaube ich, dass es wahr ist. Jenny, ich bin nicht so profilneurotisch. Aber ich, feixe sie. Komm, sei nicht so bescheiden, Vic. Du bist ein toller Mann. Und wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, er horchte auf und machte eine krause Stirn. Soll ich? Na, unbedingt. Also, wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, hatte ich schon immer eine Schwäche für Aragorn. Eine Weile ließ er sie noch zappeln, bis er sagte, okay, dann kriegst du deinen Aragorn. Sie lagen auf dem großen Bett und Jenny schaute abwechselnd auf die Leinwand und dann wieder zu ihm hin. Und jedes Mal gab Vicky einen Kuss. Glaubst du es jetzt? Beim gefühlten 100. Kuss ließ sie sich in die Kissen fallen und sagte, du hast gewonnen, machen wir die Kiste aus. Sehr gut, hauchte er in ihr Ohr. Ich werde dich jetzt glücklich machen. Und Jenny hauchte ein, das machst du doch schon die ganze Zeit zurück. Ich bin verrückt nach dir. Und sie war verrückt nach ihm und sagte ihm das auch. Knutschen wie Teenager, hemmungsloses Begehren, ohne Scheu. Wie war das nur möglich? Vic erkundete ihren Körper mit seinen Händen, seiner Zunge und seinen Lippen. Und wie er das tat. Jenny fühlte sich begehrt vom schönsten Mann der Welt und konnte kaum an sich halten. Dabei versuchte sie kontrolliert und verhalten zu atmen. Und dann, als sie ihn mit ihrer ganzen Weiblichkeit aufnahm, gab es kein Halten mehr. Und ihr Atem verwandelte sich in ein gepflegtes, intensives Stöhnen. Botschaft für heute, Fotoshooting mit Joan. Beim liebevoll zubereiteten Morgenkaffee fragte Vic, begleitest du mich heute Abend? Du meinst zum Check-up? Nein. Vic, ich erinnere dich nur ungern, aber es gab eine Bedingung. Ja, ja, machen wir später. Er tat es wieder so ab. Das gefiel Jenny überhaupt nicht. Vic nahm seine immer wieder kurz auftretenden Schmerzen nicht ernst. Wohin soll ich dich begleiten? Ach, das ist nichts Besonderes, das ist so ein Wohltätigkeitsding und normalerweise gehe ich nicht auf solche Events. Du weißt ja, ich mag diesen ganzen Tamtam nicht, aber mit dir würde ich schon. Ein Ding nennst du das? Naja, das übliche Promis, Spenden für die Ärmsten der Armen dieser Welt. Fein, dann gehen wir zu diesem Wohltätigkeitsding, sagte Jenny zu. Ich war noch nie auf so einem Ding. Ich freue mich. Schön, dann sehen wir uns heute Abend. Sag mal, gibt es da so einen bestimmten Dresscode? Naja, zieh das schwarze Spitzenkleid an. Das ist so ein herrlich italienischer Schick, wie in den 60ern. Gut, mache ich. Ach übrigens, ich muss jetzt auch los zu Joan. Sie stand auf, gab ihm einen Kuss und ging Richtung Treppe. Bevor sie die Stufen nach oben ging, drehte sie sich noch einmal zu ihm um. Vic, das ist alles so unglaublich. In ihrem Zimmer schrieb Jenny noch schnell an Marie eine ausführliche E-Mail, was sie in den letzten Tagen so alles erlebt hatte. Gut, sie schrieb jetzt nicht alles, das wäre dann doch ein wenig zu intim gewesen. Aber sie berichtete von Joan und wie aufregend es war, sie jetzt gleich in ihren alten Filmroben fotografieren zu dürfen. Noch während Jenny ihre Fotoausrüstung zusammenstellte und sich anzog, landete eine Rückmail von Marie in ihrem Postfach. Erfreut darüber, sofort von ihrer Tochter ein Feedback bekommen zu haben, las Jenny ihre Zeilen mit der Bitte, doch auch nach L.A. kommen zu dürfen. Sie überlegte und dachte, warum eigentlich nicht, aber dann kam ihr die Frage in den Sinn, wohin mit dem herrlichen Labrador? Marie schrieb sofort zurück, dass dies überhaupt kein Problem sei, da Hannah als Unterstützung bei ihnen eingezogen sei. Als Jenny das las, stutzte sie kurz, wieso lebte Hannah, ohne sie darüber zu informieren, in ihrem Haus? Sie nahm ihr Handy und wollte sofort Hannah anrufen, doch dann überlegte sie sich es anders. Ich bin doch kein Kontrollfreak und Hannah ist meine beste Freundin. Also wenn Hannah meiner Tochter Marie ein bisschen Gesellschaft leistet, ist das doch kein Unding. Also schrieb Jenny an ihre Tochter, dass sie Vic fragen würde, ob das in Ordnung sei, wenn sie Familienzuwachs bekämen. Die Fotosachen im Porsche verstaut, fuhr sie zu Joan und dachte dabei an Hannah. Jenny hatte ihr gegenüber ein richtig schlechtes Gewissen, da sie sich noch kein einziges Mal gemeldet hatte. Was bin ich doch für eine egoistische Freundin, dachte sie und fühlte sich erbärmlich, stoppte den Wagen, holte das Handy aus der Prada und tippte auf Hannas Nummer. Hi Süße, meldete sie sich sofort. Hi, schön, dass ich dich erreiche. Du, das ist ja toll, was sich für dich in Los Angeles so alles auftut, eröffnete Hannah das Gespräch. Jenny war leicht irritiert und sagte, woher weißt du das? Na, ich sitze hier zusammen mit Marie und gerade kam deine Mail. Ach so, dieser Weg scheint dir echt gut zu tun. Tut er. Und du, was ist bei dir so los? Ach, das Übliche, du weißt schon. Jenny wusste nichts und schüttelte nur den Kopf, was Hannah natürlich nicht sehen konnte. Du wohnst jetzt in unserem Haus, höre ich. Du, ich hoffe, das ist in Ordnung. Klar doch, ich hätte nur nie daran gedacht, dich als Hundesitterin anzuwerben. Ach, es ist schön hier draußen und außerdem kann ich ein bisschen ausspannen und überlegen, wie ich weitermachen soll. Meinst du deinen Job?
Nein, ich denke eher an mein Leben als Frau. Was ist passiert? Hast du Ärger mit einem Typen? Nein, nicht wirklich, aber irgendwie ist es mies. Denke daran, Hannah. Miese Typen machen miese Sachen. Ich weiß. Übrigens, Tom ist auch hier. Jenny hatte ihm ja angeboten, wieder einzuziehen. Ich weiß, obwohl sie es gar nicht wusste. Wann kommst du denn nun wieder? Kann ich noch nicht genau sagen, aber bald. Schön, ja? Rufst du vorher an? Ich freue mich so für dich. Mache ich. Und Hannah, danke. Ach, dafür sind Freundinnen doch da. Ich werde mich revanchieren, versprochen. Ach, Jenny, alles gut. Bis bald, ja? Lass dich drücken. Du auch. Damit war das Gespräch beendet. Jenny saß noch eine Weile im Auto und hatte ein komisches Gefühl. In letzter Zeit hatte sie so viel Glück erfahren dürfen, dabei gab es andere in ihrem Umfeld, denen es gerade nicht so gut ging. Zu gerne würde sie sich ihre Freundin schnappen und ihr ein wenig von ihrem Glück abgeben oder sie zumindest ablenken mit Sachen, die Freundinnen ebenso machen, wenn es ihnen beschissen ging. Sie erinnerte sich an den gemeinsamen Abend in ihrem Haus, als Hannah frei von der Leber weg erzählte, was sie sich eigentlich so wünschte. Ein Mann, vielleicht ein Kind, ein schönes Zuhause und natürlich ganz viel Liebe von dem einen. Jenny nahm wieder ihr Handy und schrieb Hannah noch eine SMS. Liebes, nimm es nicht so schwer. Alles im Leben fügt sich. Ich bewundere dich und bin dankbar, dich als Freundin zu haben. Deine Jenny. So. Das nächste Mal ist dann das Shooting mit der Grande Dame, mit Joan, an der Reihe. Und mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Also die beiden sind sich näher gekommen. Ist klar, die Tochter wird jetzt nach Los Angeles vielleicht kommen. Und Hannah lebt jetzt in dem Haus, in Jennys Haus. Und was, ja, wie das so weitergeht, das verrate ich jetzt nicht. Die Mädels, die das Buch schon kennen, die wissen es natürlich. Aber die Spannung steigt ja. Das wird ja noch ein rasantes Ende geben. Das muss ja jetzt so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Allerdings haben wir dann noch das Shooting mit Joan, wie gesagt, und dann noch dieses Wohltätigkeitsding und ist noch so ein bisschen Hollywood. So, ein bisschen Hollywood-Klatsch. Ihr Süßen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, egal wann ihr das geschaut habt. Seid gut zu euch und bis bald. Ciao.